Kommen wir mal zur Mittelkonsole. Ich persönlich finde die Mittelkonsole sehr, sehr, sehr schön. Ist natürlich Geschmackssache, aber was ich richtig toll finde, ist das hier. Man erkennt so ein bisschen das Cadillac-Symbol und auch dieses Piano Black, das glänzende mit den Chromverzierungen, finde ich sehr, sehr, sehr ansprechend. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Allerdings, was mich schon nach wenigen Tagen gestört hat, ist, dass man immer diesen ganzen Staub hier hat. Ich habe das jetzt geputzt, das sah aus wie Sau nach ein paar Tagen. Und das ist etwas, man kriegt das auch nicht so richtig weg. Man kann Mikrofasertücher nehmen, man kann Glasreiniger nehmen. Ich habe noch so ein Surface-Finish, womit man das so ein bisschen auf Glanz bringen kann. Damit geht es natürlich auch nicht so richtig weg. Man nimmt immer überall irgendwie so Reststaub. Man hat natürlich auch hier so lauter so kleine Kanten hier drin, wo sich Staub ansammelt. Das ist unglaublich hässlich irgendwie. Das ist total unangenehm, dass das so magisch anzieht, weil das hier auch so Touchfelder sind, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Staub so richtig da drauf angezogen wird, magnetisch. Und man hat halt auch wirklich hier beim Putzen hat man immer überall irgendwo so Stellen, wo man dann Reste hat. Also das ist sehr, sehr komisch, das Zeug. Ich finde es stylisch. Mir gefällt es richtig gut optisch. Aber es ist halt ein Fleck im Auto, der sehr gerne dreckig wird. Und wenn er dreckig ist, sieht es irgendwie unschön aus. Aber kommen wir mal zu den technischen Details, was man hier so alles machen kann. Dazu machen wir mal kurz hier an. Hier können wir dann Lautstärke einstellen. Also fürs Radio. Was ein bisschen tricky ist, weil man das so zieht. Das funktioniert mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Ansonsten kann man das auch am Lenkrad machen. Da haben wir hier ein Plus und ein Minus für lauter und leise. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Das funktioniert eigentlich eh besser, als wie wenn der Fahrt darüber zu greifen. Aber es ist ein bisschen friemelig. Es funktioniert manchmal, manchmal nicht so gut. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Alle anderen Touchfelder funktionieren tatsächlich sehr gut. Machen immer das, was man möchte. Was auch ziemlich cool ist, ist hier hinter diesem Touchfeld befindet sich ein Geheimfach. Hier habe ich jetzt meinen Geldbeutel drin. Da haben wir auch einen USB-Anschluss, wo wir zum Beispiel ein Handy anschließen können, das hier reinlegen können. Und dann machen wir das Ganze wieder zu, wieder mit Touch-Berührung. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ein nettes kleines Gimmick, aber ja, ist etwas, was auch dann natürlich flott kaputt gehen kann. Diese wunderschöne Klimaanlage ist ja ein Segen für sich. Sie ist auch relativ leise, auch wenn sie wie jetzt kräftig am Pusten ist, aber man spürt es nicht und man hört es auch kaum. Es ist eigentlich sehr unaufdringlich und sehr angenehm. Und wir haben die Möglichkeit natürlich auf Beifahrerseite die Temperatur einzustellen, wie wir hier oben sehen, und auf der Fahrerseite. Du kannst entweder hier machen per die Touchfelder oder halt hier, wie man halt möchte. Je nachdem, ob man das Menü offen hat, weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei Home sind und wir möchten die Temperatur anheben, dann öffnet sich ganz kurz hier unten so ein Interface und wenn man es dann eine Zeit lang nicht mehr berührt, geht es wieder weg. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn wir im Navi sind und eine Zeit lang nicht mal das Touchfeld bedient haben, dann wird das ziemlich groß, wie wir es jetzt vorfinden. Wir sind jetzt gerade irgendwo auf Offroad, wenn man hier mal rausschaut, damit wir schön in Ruhe aufnehmen können. Und wenn man jetzt in die Nähe von dem Display kommt, geht alles auf, es wird ein bisschen kleiner. Das ist eigentlich super, super nice und wir haben hier auch gleich die Möglichkeit, in Klima reinzugehen, ohne vorher auf den Home-Button zu klicken, was eigentlich ziemlich, ziemlich cool ist. Oder wenn wir zum Telefon wollen oder wieder zum Radio wechseln wollen. Also das ist sehr, sehr cool gemacht. Das ist ein schönes Interface, was sich auch gut bedienen lässt, auch nebenbei während der Fahrt. Das ist eigentlich ganz angenehm. Natürlich können wir Telefon verbinden, ne? Wie ich jetzt auch. Was auch schön ist, wir haben eine Freisprecheinrichtung, wir haben so einen SMS-Dienst, womit wir SMS verschicken können, wo wir dann auch vorsagen, was sie wegschicken soll. Das ist auch ziemlich gut, damit wir während der Fahrt natürlich nicht mit dem Handy rumspielen sollen. Wir können hinten die Klimaanlage auch bedienen, wir haben hinten auch eine eigene Klimazone. Oder man kann es auch hinten bedienen, das zeige ich euch gleich nochmal. Und natürlich auch können wir zum Beispiel auf Kamera stellen, was auch sehr angenehm ist für brenzlige Situationen. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine enge Straße lang fährt, dann sieht man zum Beispiel hier sein Auto von oben und natürlich die vordere Kamera an der Stoßstange. Man kann das Ganze natürlich auch nach hinten switchen, sprich, dass wir hinten die Kamera sehen, also hinten die Stoßstange.
Hier kann man die Hilfslinien ausmachen. Ist eigentlich ziemlich cool, weil wenn wir lenken, bewegt sich diese Linie und wir sehen ungefähr, wo unser Fahrzeug sich lang bewegen wird, was das Ganze ein bisschen präziser macht beim Einparken. Genau, kann man auch wieder wegmachen. Bewegt sich auch alles sehr flüssig, finde ich. Man kann hier auch die Trittbretter einstellen, zum Beispiel, dass die dauerhaft ausgefahren sind. Man hört ein kurzes Geräusch, was aber sehr unvorteilhaft ist, weil die doch ein bisschen abstehen und man sie sonst übersieht. Man kann es aber auch komplett ausschalten. Das geht natürlich auch. Und genau, hier haben wir immer Radio auch noch, sehe ich gerade übrigens. Dann haben wir genau das OneStar-System. Was auch sehr, sehr, sehr interessant ist, ist, dass wir Wi-Fi im Auto haben. Das ist sehr angenehm. Falls man mal schlechtes Internet hat, hat man eventuell mit diesem Auto besseres Internet. Habe ich schon oft die Situation gehabt, auch vor unserer Haustür haben wir eigentlich mit unserem Handy keinen Empfang. Aber mit dem Auto haben wir Empfang. Das ist ziemlich nice. Videos. Wir haben jetzt keine Datenquelle eingelegt. Wir können Blu-ray, DVD anschauen und natürlich haben wir überall im Auto USB-Anschlüsse. Das bedeutet, wir können einen Stick anschließen, Lieblingsserien, Filme oder was auch immer auf den Stick laden und während der Fahrt anschauen. Unvorstellbar, aber wahr. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen mehr ins Detail, denn wir haben hinten nämlich auch noch drei Bildschirme für die Kids. So, ja, genau, hier gibt es ein Menü. Hier haben wir auch noch Klangeinstellungen. Zum Klang selber muss ich auch was sagen. Der Klang ist unglaublich gut bei diesem Fahrzeug. Wir haben ein sehr, sehr krasses Surround-Gefühl in diesem Fahrzeug. Egal ob bei Filmen oder bei Musik. Sehr kräftigen Bass, was sehr angenehm ist. Und zwar sind die Lautsprecher auch von niemandem geringeren als Bose. Genau, das ist eigentlich so das Grobe. Wir haben hier natürlich auch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel Sprache wechseln, Sperrmodus, Radio. Wir können hier ein bisschen was vom Fahrzeug einstellen, zum Beispiel Klimatisierung, automatische Einstellungen, wie zum Beispiel automatische Sitzkühlung. Wenn er merkt, das Auto ist sehr aufgeheizt, weil es länger in der Sonne stand, dann wird er die Sitzkühlung automatisch einschalten, bis die Sitze wieder abgekühlt sind. Und genauso mit der Sitzheizung, wenn er merkt, es ist gerade draußen sehr kalt, wir machen das Auto an, wird der Sitz automatisch ein bisschen aufgewärmt. Genauso mit automatischer Beschlagentfernung und Heckscheibenheizung, was sehr praktisch ist, muss man nicht extra irgendwie irgendwelche Knöpfe drücken und rumsuchen. Genau, Trittbretter zum Beispiel für zum Beispiel Aussteigen, das ist gar nicht hier an, sehe ich gerade, oder auch hier Signallautstärke. Sprich, wenn man möchte, dass das Auto hupt, das zeige ich später mal nochmal, dann kann man da die Lautstärke einstellen. Sensorgesteuerte Heckklappe, ein- und öffnen und schließen, das zeige ich euch nachher auch. Also man kann hier ziemlich viel einstellen. Spiegelkippen beim Rückwärtsfahren ist immer ziemlich interessant, damit man den Bordstein sieht, das kann man einstellen. Dann haben wir Personalisierung durch Fahrer. Es gibt ja eine Memories-Funktion. Heckscheibenwischer im Rückwärtsgang ist auch nicht so dumm. Braucht man aber eigentlich nicht wegen den Kameras. Also man kann auch relativ viele Sachen einstellen. Hier auch Sachen wie Beleuchtung, Fahrzeug finden per Lichtsignal oder Weglicht. Ist auch sehr, sehr, sehr cool. Wenn man aussteigt, wird kurz draußen der Weg ausgeleuchtet, damit man nach Hause findet oder zum Auto findet. Auch sehr, sehr, sehr nice. Dann elektronische Türverriegelung beim Losfahren. Verriegelung und Entriegelung Draht per Fernbedienung ist nämlich auch ziemlich cool. Zum Beispiel kann man hier dann einstellen, dass bei Fernstart, dass die Sitzkühlung schon startet oder was auch immer. Man kann auch hier per Fernbedienung zum Beispiel Fenster runterfahren lassen. Also man kann hier unglaublich viele Sachen einstellen, die das Leben einen erleichtern sollen. Also wirklich, wirklich sehr viele nette Gimmicks, die man nicht unbedingt braucht, aber schön ist, wenn man sie hat. Zum Beispiel Sitzsicherheitssignal kann man einstellen, dass zum Beispiel hier Frontkollisionswarner, dass das Auto automatisch bremst, wenn er merkt, dass da was passiert und wir nicht reagieren. Einparkassistent, auch sehr nice. Verkehrswarner für den Rückwärtsverkehr, sprich toter Winkelassistent, freie Fahrthinweise ist auch immer ganz nice. Spurwechselwarner. Das sind lauter so schöne Sachen, die ich richtig toll finde an dem Auto. Dazu kommen wir aber später nochmal bei manchen Sachen ins Detail. Genau. So, haben wir mal das Navi so, also das Multifunktions-Navi hier mal besprochen.
Hier haben wir an der Seite noch ein paar kleine Funktionen, und zwar hier zum Beispiel Parkplatzsuche. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und zwar kann er für uns passende Parklücken finden. Wir können auch auswählen, ob er beide Seiten suchen soll, ob er linke Seite suchen soll, ob er solche Seiten suchen soll oder solche Seiten suchen soll. Also er kann für uns passende Parklücken suchen und dann auch selber einparken, wenn er eine Parklücke gefunden hat. Wir schauen mal, ob wir nachher mal so eine Lücke finden, damit ich euch das auch mal demonstrieren kann. Dann haben wir hier den wunderschönen Knopf Glovebox. Wenn wir den drücken, tada, öffnet sich das Handschuhfach. Hier gibt es keinen Schlüssel oder Griff oder sonst irgendwas. Also sprich, der öffnet sich nur durch den Knopfdruck hier. Dann haben wir hier Pedalverstellung. Sprich, wenn wir hier den Knopf drücken, verstellen sich die Pedale. Sprich, wenn man kurze Beine hat, lange Beine, große Füße, kleine Füße, was auch immer, wie einem beliebt, kann man hier elektronisch verstellen, was natürlich dann auch mit in die Memory-Funktion inbegriffen ist. So, was haben wir hier? Und zwar habe ich ja hier schon angesprochen, USB-Anschlüsse, entweder zum Laden des Handys oder um ein Multifunktionsgerät anzuschließen für unser Display, für hinten, vorne, Musik oder was auch immer, was einem beliebt. Dann haben wir hier einen Zigarettenanzünder. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heutzutage noch braucht. Dann haben wir hier einen Knopf für die kühlbare Mittelkonsole bzw. für die Box hier. Und zwar haben wir hier drin ein kleines Kühlfach, wo ich aktuell auch mein Wasser drin aufbewahre. Was auch richtig kalt da drin wird. Da passen, was waren es, 6 x 0,5 Liter Flaschen plus 1, 2 minus weitere Flaschen, wenn man sie quer oben drauf legt, rein. Also ziemlich nice, da geht schon ein bisschen was rein. Hier haben wir auch noch weitere Anschlüsse, einen AUX-Anschluss, USB-Anschlüsse und ja, ein paar kleine Ablageflächen. Hier haben wir übrigens eine induktive Ladefläche, zum Beispiel für iPhones, ziemlich nice. Lädt auch erstaunlich schnell, das finde ich ziemlich cool. Ich habe zwar so ein Handy nicht, aber wenn man so ein Handy hat, ist das eigentlich ganz cool, weil da liegt auch das Handy sicher, das ist eigentlich ziemlich nice. Hier haben wir natürlich zwei Getränkehalter noch, braucht der Ami. Was witzig ist, im Dodge Charger, den wir hatten, die waren sogar bekühlbar, hier leider nicht. Schade eigentlich. Das hier ist auch ziemlich nice, geht witzig zu, aber auf etwas schwer. Ja, ansonsten sieht das eigentlich so ziemlich cool aus. Hier haben wir die Massagebedienfelder. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Und zwar merkt euch mal diesen Knopf. Wenn wir jetzt am Knopf drehen, wird sich was hier am Display tun. Und zwar können wir jetzt hier diese Felder auswählen. Erstens können wir zum Beispiel hier den Sitz in allen möglichen Richtungen und Variationen einstellen. Sprich, haben wir ein Hohlkreuz oder haben wir eine sehr schmale Niere, jetzt als Beispiel. Man kann hier alles Mögliche einstellen. Und hier haben wir natürlich auch noch die Massagefunktion. Sprich, hier können wir zum Beispiel Rollen einstellen und die verschiedenen Stärken. Dann haben wir Massieren, auch in verschiedenen Stärken. Und Vitalisieren. Vitalisieren ist Popo bzw. Beine, auch in verschiedenen Stärken natürlich. Und ja, das ist eigentlich sehr angenehm. Ist jetzt kein Weltwunder oder sowas. Man wird den Masseur immer bevorzugen. Aber trotzdem ist es ziemlich nice, dass man dieses Feature hat. Und so sieht das dann am Sitz aus. Man sieht, wie sich die verschiedenen Bereiche bewegen und sich hervorheben. Jetzt wird es gleich hier oben mal nach oben drücken. Man sieht es da, ja. Jetzt fährt das wieder rein. Und dann kommt das hier unten raus. Fährt wieder rein und dann kommt es da raus. Genau, das ist die Massagefunktion, damit man einfach mal sieht, wie das hier aussieht. Hier haben wir einen Mode-Knopf. Mit diesem Mode-Knopf können wir zwei, drei Farbmodis auswählen, und zwar einmal Schnee-Eis, dann haben wir Tour und Sport. Ich persönlich habe jetzt noch nicht so viel Unterschied gemerkt, außer dass bei Sport das Fahrwerk etwas straffer wird, etwas härter, wie man es für ein SUV vielleicht noch hinkriegen kann. Und bei Tour ist er halt sehr, sehr gemütlich. Auch das Schalten, habe ich so das Gefühl, ist bei Sport ein bisschen
kräftiger, ein bisschen flotter unterwegs. Aber es ist eigentlich jetzt nicht wirklich gravierend merkbar für den Normalverbraucher. So, kommen wir mal zum Tacho. Und zwar ist der Tacho komplett digital, also da ist nichts analog. Ist natürlich auch ziemlich cool. Ich finde das für die heutige Zeit ziemlich geil. Man kann hier auch natürlich sehr viele Sachen einstellen. Zum Beispiel kann man hier das Handy verbinden, da ist immer auch Akku und man kann dann hier sich reinklicken, wo man die letzten Anrufe, Kontakte, Favoriten sieht. Dann haben wir hier die Optionen, wo wir zum Beispiel Einheiten einstellen können. Metrisch macht hier in Deutschland Sinn. Dann haben wir Infoseiten, sprich, wir können hier diverse Sachen an- und ausschalten, wenn wir sagen, ja, Getriebeöltemperatur interessiert mich nicht, Öldruck interessiert mich nicht, mache ich also aus. Geschwindigkeitsbegrenzung, hier kann man sogar Stoppuhr anmachen, Durchschnittsgeschwindigkeit. Also man kann hier die Sachen ausmachen, die man nicht braucht, dann hat man nicht so unendliche Menüs. Dann gibt es natürlich auch noch Display Layout. Man kann hier zum Beispiel auf Erweitert gehen, dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Ist natürlich auch hier Geschmackssache, was man lieber mag. Dann haben wir Drehung des HUDs. Sprich, wir haben ein Head-Up-Display, womit wir das hier so ein bisschen konfigurieren können. Dann haben wir Optionen der Favoritentasten. Ich weiß gar nicht, wo die genau sind, aber ist bestimmt gut, dass man das hat. Geschwindigkeitswarnung, da wird ein Piepsignal ausgelöst, wenn man das anhat, wenn man zu schnell fährt. Auch ganz nice für sporadische Schnellfahrer. Dann haben wir eine leere Seite, also wenn man sagt, ja, ich will eigentlich, dass gar nichts angezeigt wird. Dann haben wir, hier können wir auch witzigerweise ja, Medien hier in die, also hier im Display anzeigen bzw. wiedergeben, was sehr erschreckend ist. Oder auch natürlich zum Beispiel das Radio auswählen oder Favoriten auswählen. Eine Richtung. Dann haben wir wieder. Ah, nee, das sind wir, genau. Dann haben wir hier den Durchschnittsverbrauch. Einige werden wahrscheinlich fragen: Xaug, was verbraucht dieses wunderschöne Auto? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, ob man jetzt auf der Autobahn fährt. Auf der Autobahn sind 10, 11, 12 Liter bei 150 km/h möglich. In der Stadt allerdings geht es dann mal recht schnell hoch. Und so ein Mischmasch war ich jetzt immer bei 13,3, wie man jetzt hier sehen kann, bei den letzten 460 Kilometern. Das ist eigentlich für so ein schweres und großes Auto eigentlich ziemlich in Ordnung. Kann man auch einstellen, zum Beispiel, wenn man sagt, ich will die letzten 100 Kilometer, letzten 500 Kilometer oder 50 Kilometer sehen oder natürlich zurücksetzen. Dann haben wir wieder Telefon. Warte mal, wo, nee, das war es, glaube ich, auf dem hier. Genau. Können wir da eigentlich wieder hier drüben hin? Das kann man da. Ah, da können wir dann solche Sachen mal einstellen. Motorstunden haben wir hier. Da haben wir zum Beispiel den Öldruck, den aktuell, wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, dann geht der Öldruck nach oben. Dann haben wir Batteriespannung. Erstaunlich, 14,5, finde ich interessant. Dann sehen wir hier unser Auto. Man sieht hier in dem Bereich hier, ich versuche es mal, da soll man sehen, ob da ein Auto zu nah ist. Ja, nettes Gimmick, aber brauchen wir eigentlich nicht. Geschwindigkeitsbegrenzung, sprich, wenn wir irgendwo in der Ortschaft fahren oder sowas, sagt er uns an, aha, hier ist 50, fahr also auch nur 50. Stoppuhr, selbsterklärend. Durchschnittliche Geschwindigkeit kann man zurücksetzen. Der zeigt halt dann die durchschnittliche Geschwindigkeit an, die man halt gefahren ist. Zum Beispiel, wenn man viel Autobahn fährt, ist natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit ziemlich weit oben. Wenn man viel im Ort gefahren ist, ist sie relativ weit unten. Genau, so viel zu dem hier. Reifendruck haben wir noch. Motorölebensdauer, ziemlich cool. Reichweite, wie weit wir noch mit Sprit kommen. Ein Kompass, sehr witzig, weil der Kompass hat irgendwie, glaube ich, bisher noch nicht funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das daran liegt, weil das Auto ja eigentlich ein amerikanisches Auto ist und hier gar nicht weiß, wo wir sind. Weiß ich nicht. Trip 2, Trip 1 kann man natürlich hier auch einstellen. So, genau, machen wir mal hier wieder auf leere Seite oder so. Stoppuhr, Durchschnittsgeschwindigkeit hier. So, was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass man jetzt hier unten zum Beispiel sieht, wie weit wir noch fahren können. Die Tanknadel ist da. Also, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr stylisch gemacht, finde ich. So, auf der linken Seite ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe wie auf der rechten Seite. Nur, dass wir halt das einstellen können, was uns jetzt hier beliebt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da kann man sich ein bisschen rumspielen. Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Oder ganz normal. Und dann kann man sich das aussuchen, was man möchte. Zum Beispiel so.
Karten euch hier rein, wer weiß nicht, Reichweite, Kompass, Trip. Oder ich lasse mir hier die erlaubte Geschwindigkeit anzeigen, wann man es da. Also kann man sich spielen, wie man möchte. So, das ist übrigens das Lenkrad. Also wir haben hier für Lautstärke hier, das sieht man auch im Tacho, ne? Wenn wir leiser, lauter machen. Hier können wir nächstes Lied, voriges Lied machen. Hier bedienen wir im Prinzip das Menü da oben. Dann haben wir hier das Tempomat, Lenkradheizung, Abstand, Dingsbums. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Abstandsregler, glaube ich, heißt das. Das heißt, ich kann jetzt hier einstellen, wie weit das Auto vom vorderen Fahrzeug wegbleiben soll. Und ich kann das im Prinzip einstellen und der passt sich dann an die Geschwindigkeit des Vordermanns an. Das ist sehr nett, wenn man zum Beispiel im Stau ist oder nur gemütlich auf der Autobahn hinter dem LKW herfahren will. Das ist eigentlich ziemlich cool. Denn in Kombination mit dem Spurhalteassistent hat man schon so ein indirektes autonomes Fahren, was ziemlich cool ist. Dann haben wir natürlich hier Tempomateinstellungen. Wenn wir so machen, können wir hier die Geschwindigkeit dann höher oder niedriger stellen, Telefon auflegen. Und Freisprecheinrichtung. Sagen Sie ein Kommando oder sagen Sie Hilfe. Hilfe! Sie können Telefon, Audio oder Navigation sagen. Zum schnelleren Wählen einer Nummer, sagen Sie die Nummer gefolgt von Wählen, beispielsweise 0241, Spracheingabe beendet. Genau. Also, es funktioniert auch ganz gut, wenn man klar und deutlich redet, nicht so wie ich, dann soll das auch ganz gut funktionieren. So, dann haben wir hier unseren unser Bedienhebel für Scheibenwischer, Blinker, Regensensor hat er ja. Man muss eigentlich nicht so viel an den Hebel machen, außer blinken, Licht. Er hat eine automatische Fernlichtautomatik, also sprich, er schaltet automatisch Fernlicht an und aus. Dann haben wir hier den fetten Knüppel, wie man bei den Amis es kennt. Wenn man den zieht, kann man Gänge einschalten oder wechseln. Jetzt sind wir zum Beispiel in N, hier sind wir in D, L ist manuell. Das wird auch hier gleich angezeigt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf den Knopf hier drücke, dann geht er hier in den zweiten Gang normalerweise. Wahrscheinlich, weil wir jetzt stehen, geht es nicht. Muss man wahrscheinlich dann mal beim Fahren machen. Auf jeden Fall kann man hier die Gänge manuell schalten, wenn man das machen möchte. Habe ich noch nicht ausprobiert, beziehungsweise ich habe es mal ausprobiert, fand ich aber nicht so geil in der Stadt. War irgendwie ein bisschen komisch. Aber zum Beispiel, wenn man irgendwie Offroad fährt oder sowas, kann das ganz nice sein. Dann haben wir hier Licht, entweder komplett aus, Tagfahrlicht, normales Licht, Knopf drücken, Nebellicht, Knopf nochmal drücken, Nebellicht aus oder einfach Auto lassen, dann macht die Automatik das, also der Lichtsensor. Hier können wir einstellen, wie hell das Tacho sein soll. Jetzt wird das nicht gehen, weil wir nicht nachts haben. Ich glaube, das geht, wenn wir jetzt Licht anmachen. Geht das dann? Nee, geht nicht. Okay. Genau, also normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel im Dunkeln fährt, macht man es ein bisschen runter, damit man nicht von dem Licht, von den ganzen Armaturen, die hier sind, geblendet wird. Dann können wir auch auswählen, ob wir auf Zweirad fahren möchten, ob das Auto entscheiden soll. Dann haben wir Allrad Übersetzung und Allrad-Untersetzung. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, aber auf jeden Fall kann das Auto, was wohl ziemlich nice ist. Dann haben wir hier Head-Up-Display. Sprich, wir können hier Höhe einstellen. Hier können wir die Informationen, die im Head-Up-Display angezeigt werden, einstellen. Und hier können wir die Helligkeit einstellen. Ich versuche es mal zu zeigen. Also hier können wir die Höhe einstellen, wie ihr sehen könnt. Hier können wir die Informationen einstellen, zum Beispiel was gerade läuft. Hier können wir zum Beispiel Drehzahl anzeigen. Hier zum Beispiel die Geschwindigkeit, die erlaubt ist und die wir aktuell fahren. Also wir können hier so ein paar Sachen einstellen. Und natürlich auch die Helligkeit. Also ich kann es sehr hell machen, dass man es auch bei Tag sieht. Oder sehr dunkel machen, bis man es gar nicht mehr sieht. Also ziemlich, ziemlich nice. Ist immer ganz nett, weil man da nicht so viel abgelenkt ist von dem ganzen Zeug, die hier so... ja, einen erschlagen, vor allem am Anfang. So, dann kommen wir mal zu dem wunderschönen Spiegel. Und zwar ist das hier ein ganz normaler, herkömmlicher Spiegel auf dem ersten Blick. Aber wenn wir hinten ziehen, haben wir einen elektronischen Spiegel, denn hinten in der Heckklappe ist eine Kamera, was ziemlich nice ist, weil wenn wir so rausschauen und da steht ein Kind, würden wir dieses Kind niemals sehen. Oder ein Fahrrad oder ein Hund oder ein Tier oder was auch immer. Wir würden es nicht sehen. Aber dank dieser wundervollen Kamera, die da in diesem Spiegel ist, sehen wir das, was hinter uns ist. Und das ist wirklich ziemlich klug und sehr geil durchdacht.
So, hier haben wir natürlich noch mehr Knöpfe. Unglaublich, aber wahr. Und zwar haben wir hier zum Beispiel einen Drehknopf, der einstellt, wie weit die Heckklappe aufgehen soll, wenn sie auf Automatikmodus steht. Und zwar können wir sie einmal komplett abschalten, 3/4. Das ist ziemlich nice, wenn man in der Tiefgarage ist, in einer sehr flachen, damit die Klappe nicht zu weit hoch geht und dann irgendwelche Schäden verursacht. Oder Maximum, also sprich so weit aufgehen, wie nur geht. So, dann haben wir hier SOS, sprich, wenn wir hier drauf drücken, wird automatisch ein Notrufsignal mit GPS-Daten abgesendet und ruckzuck kommt Hilfe. OnStar ist das Support-System von General Motors bzw. von Opel, wenn man zum Beispiel eine Panne hat oder sowas. Dann haben wir hier, soweit ich weiß, ist das das WLAN, das man hier abschalten kann. Dann haben wir hier Door On und Off, also sprich, ob die automatisch zu oder aufgehen. Dann haben wir hier den Bewegungssensor, sprich GPS. Wenn wir das ausmachen, sendet er kein GPS-Signal. So ist es wieder an. Hier haben wir natürlich auch Licht, für Beifahrer auch. Hier sehen wir zum Beispiel Beifahrer-Airbag bzw. Sensor, also bezüglich, ob auf diesem Sitz eine Babyschale ist. Das ist nämlich ziemlich interessant. Das ist nämlich bei den Amis so, das muss automatisch bei den Amerikanern funktionieren. Bei den deutschen Fahrzeugen gibt es, ich weiß nicht, ob es bei den neueren auch so ist, aber früher war es immer so, da gibt es einen Schalter, um diesen Sitz, diesen Airbag, der hier ist, zu deaktivieren. Denn wenn man da eine Babyschale hat und man hat einen Crash und der Airbag geht auf, ist das Baby tot. Deswegen konnte man das an- und ausschalten. Bei den Amerikanern ist das aber so, dass das automatisiert sein muss. Also sprich, hat man da einen Gewichtssensor im Sitz drin, der automatisch erkennt, ob da was drauf liegt oder nicht und wenn ja, wie schwer. Und genau, das muss bei den Amis so sein, dass das automatisiert ist, was eigentlich auch Sinn macht. Und so kann dann auch dem Dümmsten nichts passieren. So, dann haben wir natürlich Schiebedach. Voll schön. Ziemlich groß. Kann man auch kippen. Oder nicht kippen. Und natürlich kann man das auch zumachen. Dann ist ein bisschen weniger Licht. Ja, jetzt sind wir eigentlich hier vorne ziemlich durch. Hier an der Seite haben wir noch ein paar kleine Knöpfe. Einmal Spiegelverstellung, sprich, wir können hier einen Spiegel auswählen, linker Spiegel, dann können wir den linken Spiegel einstellen. Man sieht da auch den Stern da, wie ihr sehen könnt. Das ist der tote Winkelassistent, sprich, wenn ein Auto von der Seite sich nähert, leuchtet das Gelb und warnt uns davor, dass da ein Auto ist. Mit dem Knopf können wir Spiegel einklappen und wieder alles klappen. Kann man auch automatisieren, also sprich, wenn man auf P schaltet, dass es automatisch einklappt. Dann können wir hier Kindersicherung reinmachen, sprich, dass die Kinder hinten nicht aufmachen können und dass die Kinder hinten keine Fenster aufmachen können. Es gibt diverse Kinder, die dann alles Mögliche sonst rausschmeißen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ein- und Aussteigen, für die Fensterheber. Dann haben wir hier Memory-Funktion, sprich, Memory-Funktion 1 bin momentan ich, Memory-Funktion 2 ist momentan Xialin. Dabei wird alles verstellt, sowohl Lenkrad, das übrigens elektrisch ist, die Pedale, wie schon vorhin erwähnt, und natürlich Sitz und Spiegel. Genau. Was haben wir noch? Hier haben wir die Bremse, also Feststellbremse. Einmal drücken ist lösen, ziehen ist anziehen. Die habe ich jetzt letztens erst festgestellt, die löst sich automatisch, wenn man einfach losfährt. Ich muss auf P gehen, damit sie sich lösen. Auf Bremse steigen. So, genau. Da haben wir eigentlich hier vorne mal alles durch. Oder es ist wirklich unglaublich viel. Also wirklich unglaublich viel, was wir hier an Ausstattung und Möglichkeiten haben. Das ist, ja, allein das Handbuch muss so fett sein. So, krabbeln wir mal nach hinten. So, meine lieben Freunde, das ist die Sicht von hinten, beziehungsweise von der mittleren Sitzreihe, weil wir haben hier hinten noch eine Sitzreihe, die zeige ich euch gleich. Ja, sehr luxuriös. Wir haben hier wundervolle Bildschirme. Da oben ist auch noch ein Bildschirm. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Und wir haben auch unglaublich viel Beinfreiheit, ja? Also der Sitz da ist jetzt auf meine Größe eingestellt, also auch sehr weit hinten eingestellt. Und wir haben trotzdem mal hier wirklich mega viel Platz. Also das ist wirklich total chillig und voll angenehm. Ja, wir haben hier überall
wunderschöne Kopfhörer von Bose, beziehungsweise mit Cadillac-Emblem, aber die Kopfhörer sind, nehme ich mal an, von Bose, die automatisch hier drin, wenn man sie hier reinlegt, geladen werden. Die sind natürlich für die Bildschirme, die wir hier überall haben. Und ja, genau, Bildschirme. In welchem Auto hat man schon großartig mal Bildschirme? Hier haben wir auch nochmal eine Fernbedienung, die wir abmachen können, womit wir das hier bedienen können. Dann haben wir natürlich auch Licht, jede Menge. Dann haben wir hier Lüftungsdüsen. Also sprich, wir werden hier von hier oben so voll angenehm angepustet, voll angenehm. Wo wir beim Pusten sind, hier ist das Klimabedienteil für hinten. Sprich, wir können hier die Temperatur einstellen. Wir können natürlich auch Sitzheizung hinten an- und ausschalten. Wir können einstellen, von wo die Luft kommen soll oder sie wieder auf automatisch stellen lassen, beziehungsweise wenn es von vorne kommt, dann können wir hier natürlich die Lüftungsstärke einstellen, es komplett ausschalten oder auf Automatikmodus stellen. Ja, was will man eigentlich mehr, ne? Hinten haben wir natürlich auch Lüftungsdüsen. Da und hier und da. Also jede Menge Lüftungsdüsen, die uns fröhlich bepusten. Habe ich so in einem Auto auch noch nicht gesehen, dass in der Decke Lüftungsdüsen sind. Das ist ja wie im Bus oder in einem Flugzeug. Ja, Bildschirm. Ziemlich cool. Wir können den auch neigen, ja. Warte mal, das klappen wir ein bisschen. So, also sprich, wir können ihn zu uns kippen, wenn der Fahrer zum Beispiel die Kopfschütze sehr weit nach vorne tut, dann können wir den natürlich ein bisschen zu uns neigen, was das Ganze sehr angenehm macht. Wir haben einen AUX-Anschluss, einen S-Video-Anschluss, was sehr lustig ist. Somit haben wir auch die Möglichkeit, eine N64 anzuschließen, denn man mag es kaum glauben, wir haben hier eine Steckdose. Zwar amerikanisch, aber mit einem Adapter müsste das eigentlich super gut funktionieren. Das ist schon ziemlich krass. Natürlich mit USB-Anschluss und nochmal separaten Kopfhöreranschluss. Und hier oben haben wir ein DVD-Fach bzw. Blu-ray-Fach. Sprich, wir können auch DVDs mitnehmen und anschauen. Natürlich auf der rechten Seite hat die Kopfstütze natürlich auch ein Bildschirm, auch mit eigenem Kopfhörer und eigener, ja, USB-Schnittstelle, eigenen S-Video-Anstecker und natürlich auch mit eigenem DVD-Fach. Sehr krass, man gönnt sich ja sonst nichts. Hier haben wir weitere USB-Anschlüsse, 1, 2, die für die Bildschirme hier links und rechts zuständig sind. Dann können wir hier auch nochmal einen Kopfhörer anschließen, für zum Beispiel für die Leute, die dann da hinten sitzen. Und hier haben wir einen HDMI-Anschluss. Das bedeutet, wir können rein theoretisch, ja, zum Beispiel ein Fire Stick anschließen, um dann mit dem WLAN zu verknüpfen, um dann, ja, im Prinzip Netflix zu schauen zum Beispiel. Also das ist schon ziemlich faszinierend. Oder man schließt eine neuere Konsole an, zum Beispiel eine Switch oder eine PlayStation 4 und schließt sie an die Steckdose an. Wahnsinn, oder? Das hier ist übrigens die Fernbedienung für Bildschirm links und Bildschirm rechts. Ja. Ich glaube, eine Fernbedienung muss ich nicht erklären und wie so ein Fernseher funktioniert auch nicht. Hier kommt übrigens auch Luft raus. Da sitzt die Amy. Und wie findest du es? Wir haben natürlich auch eine Mittelarmlehne, das ist voll cool. Man sitzt hier wirklich total angenehm hier. Also es ist wirklich bequemer, kann man sich gar nicht vorstellen. So, rutschen wir mal nach eins nach hinten. Ich möchte euch mal was zeigen. So. Was aber cool ist, ist, dass wir die Kopfstütze ein bisschen hoch machen können. Dadurch wird es ein bisschen bequemer. Wenn wir dann die Beine nach vorne wegstrecken, dann lässt es sich hier auch eigentlich ganz schlicht aushalten. Und es ist ein bisschen wie in einem Bus. Aber wenn wir wirklich hier so sitzen müssen, da ist nicht viel Platz für Beinfreiheit. Es geht, ja. Also mal zum Supermarkt mitfahren oder zu einer Geburtstagfeier mal Erwachsene hinten mitnehmen. Das geht schon mal. Aber so in Urlaub fahren, man wird sterben. Garantiert. Da bin ich mir sicher. Aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich chillig. Wir haben hier noch einen Getränkehalter. Auf der anderen Seite natürlich auch sogar zwei mit Zigarettenanzünder. Also hier haben wir auch noch Ablagefächer. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hier können wir noch eine Jacke hinhängen. Das ist eigentlich ganz cool. Kann man schon mal hier hinten sich gemütlich machen. Licht haben wir natürlich. Ja.
bist schon ganz schwierig. Mit welchem Auto kann man schon 7 Personen mitnehmen, ne? Richtig cool ist natürlich auch die Heckklappe. Passt mal auf. Tada! Voll elektrisch. Ohne einen Finger zu krümmen. Natürlich geht die Klappe auch wieder elektronisch und automatisch zu, wenn wir hier auf den Knopf drücken. Und zu geht's auch. Wenn man sich das mal anschaut, die geht einfach mal bis zu meiner Hüfte. Ich bin 1,82. Also das ist schon eine Ladekante, liebe Leute. Ja, jetzt sehen wir den Kofferraum. Liebe Leute, diese Kante ist echt heftig. Die vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Meins ist es schon, weil ich finde das ziemlich cool, dass die Ladekante so weit oben ist. So muss ich mich nicht immer runterbücken, sondern ich tue es einfach gerade hier drauf stellen, wie so auf so einen Tisch. Also das ist eigentlich ziemlich nice, finde ich. Hier drunter befindet sich ein bisschen Arsenal fürs Auto. Ist eigentlich ziemlich nice. Ist alles dabei, was man so braucht. Kommen wir zu den Sitzen. Müssen wir einmal hier das runter machen, sonst können wir... Und zwar ist natürlich das Ganze auch elektrisch. Sprich, wir haben hier die Möglichkeit, diese wunderschönen Sitze elektrisch nach vorne zu klappen. Und da das Notsitze sind, fährt man wahrscheinlich 80% so. Und so hat man einen gigantischen Kofferraum, wo sogar eine Waschmaschine reinpasst. Und das ist wirklich phänomenal und super geil. Und natürlich haben wir hier auch wieder einen Zigarettenanzünder. Für eine Kühlbox zum Beispiel. Ja, was ist aber, wenn man mal doch was ganz Großes mitnehmen will? Zum Beispiel einen Schrank. Dann macht man den hier. Ultra. Und so passt hier sogar eine ganze Matratze rein. Selber schon ausprobiert. Wir sind nach Wien gefahren, hatten eine Matratze drin und haben in einem Auto gepennt für eine Nacht. Haben uns Wien angeschaut und sind wieder nach Hause gefahren. Wie geil ist das denn? Also einfach mal so in seinem Auto auf seiner heimischen Matratze schlafen. Und das ist wirklich, wirklich ultra. Leider lässt sich das vorne nicht elektrisch wieder hochfahren, sondern nur nochmal klappen. Ich weiß zwar nicht ganz den Nutzen, aber was cool ist, wenn wir jetzt den hier hochfahren, das geht nämlich elektrisch. Dann, liebe Leute, haben wir hier eine richtige Partybank, wo man richtig Halligalli hinten machen kann, mit Ausstrecken der Beine. Also das ist wirklich Platz ohne Ende. Ich mich jetzt hier so hinsetze, ja, also... ich glaube, mehr Beinfreiheit geht nicht. Und da sind sogar diese wirklich billigen Plätze hier, also die hier, total bequem. Bequemer geht's kaum. Modern. Und muss das Ganze einfach nach hinten klappen und alles ist wieder gut. Wie vorhin erzählt, automatische Trittbretter, wenn wir die Tür öffnen. Um natürlich das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Was allerdings ein bisschen krass und störend ist, ich mache jetzt diese Tür zu und will jetzt nach vorne gehen. Oh, jetzt ist das Trittbrett weg und jetzt muss es wieder ausfahren. Das ist ein bisschen ungünstig, weil ich mir denke, irgendwann geht die Mechanik davon wahrscheinlich kaputt. Und je öfter man die Türen auf und zu macht, desto öfter fährt es ein und aus. Und das, glaube ich, ist auf Dauer bestimmt nicht ohne für die Mechanik. Aber geil ist es trotzdem. Wir haben natürlich Keyless, ne? Sprich hier drauf drücken, Tür geht zu, nochmal drauf drücken, Tür geht wieder auf. Das sind beleuchtete Griffe, leuchten jetzt leider beim Hellen nicht, aber im Dunklen leuchtet es auf. Das sind mal Felgen, 22 Zoll. Ja, ich will nicht wissen, was die wiegen, da einen Randwechsel zu machen, ist bestimmt mega spaßig. Okay, schauen wir mal, wo es überall Kameras gibt. Also, wir haben hier eine Kamera und hier eine Kamera. Eine Kamera im Spiegel. Und die Fahrerseite ist natürlich völlig klar. Natürlich darf die Kamera im Grill nicht fehlen. Hinzu kommen natürlich jede Menge Sensoren. Hier und hier. Ach ja, und da. Witzig ist auch der Tankdeckel, liebe Leute. Als ich das erste Mal tanken wollte, habe ich rumgedrückt und gemacht und getan und irgendwie ist nichts passiert. Dann habe ich im Innenraum gesucht nach einem Knopf und Schalter, nichts gefunden. Und zwar funktioniert das Ganze so, ich drücke einmal hier und voila, ist es offen. Sehr cool, geht auch so wieder zu. Ja, wenn ich jetzt so hier drücke, passiert nichts, auch wenn ich hier jetzt so, passiert nichts. Sondern ich muss tatsächlich einmal hier drücken
und dann hier drücken. Tada! Eigentlich eine coole Sache, muss man aber erstmal wissen. Unter dieser Motorhaube erwartet man wahrscheinlich was Gigantisches, was Riesiges. Ich gebe zu, 6,2 Liter Maschine, 420, 430 PS sind nicht gerade wenig, also das ist schon ein Motor, aber er ist kleiner als man denkt. Tada, der heilige Gral. So, das ist der Motor vom Cadillac Escalade. Ja, schön ist er, ordentlich ist er, neu ist er. Ja, viel sieht man nicht. Das ist eigentlich so ziemlich derselbe Motor, wie wir den in der Corvette haben. Ein kleiner V8, der ja viel Platz hat. Schon ziemlich schick. Was ich sehr interessant finde, man erkennt so das eine oder andere wieder aus dem Cadillac Seville, den wir haben. Was aber auch sehr faszinierend ist, ist der fette Riemen, der da unten eine riesige, ich weiß nicht, ob man es einfangen kann, riesige Welle da unten hat. Also das ist schon ein Mordsteil. Aber viel selber machen kann man hier nicht. Und was halt auch wirklich krass ist, der Motor geht mir ja bis zum Bauchnabel. Also ich, ja, man sieht's, ne? Normalerweise greift man nach unten. Hier muss man nach oben ins Kühlregal greifen. Also das ist schon ziemlich krass. Ja, ansonsten finde ich es ganz schön und ordentlich gemacht, ne? Hier haben wir so einen kleine Hitzeschutzmatte da, das Alu, was wir da sehen. Die Schläuche sind sehr übersichtlich und ordentlich gehalten. Man hat tatsächlich auch überall noch so ein bisschen Platz, um was zu machen. Also es ist eigentlich recht schön und angenehm. So, Klappe zu. Schauen wir uns mal den Scheinwerfer an, weil den finde ich ziemlich cool. Er sieht echt edel aus. Also wenn man sich hier so diese einzelnen Parzellen hier anschaut und die hier, das sieht so ein bisschen aus, als wenn das so voll die schicken Edelsteine. Also das ist schon sehr, 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 sehr schick. Also mir gefällt das sehr gut. Und wenn man dann hier so nach oben geht und dann hier schaut und da steht dann plötzlich Cadillac, dann denkt man, krasse Scheiße. Also das ist wirklich sehr, sehr edel und sehr schick. Die Partie geht natürlich weiter nach unten. Wenn man sich dieses Auto dann mal in einem Rückspiegel anschaut, ist das schon eine Ansage, da die Kiste auch noch so schnell geht, ja, 180, dann ist er abgeregelt. Natürlich könnte man ihn aufmachen, dann soll er angeblich 250 gehen und dann ist das schon ziemlich krass, wenn das von hinten angeschossen kommt. Also das ist schon eine heftige Front. Was ich mega interessant finde, ist, dass die Radkästen, das kenne ich so noch gar nicht, nicht aus Plastik bestehen, sondern aus, ja, das ist so stoffmäßig. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so dumm, weil das wahrscheinlich nicht so schnell kaputt geht und trotzdem relativ robust ist. Was ich richtig cool finde, ist das Fahrwerk. Denn dieses Fahrwerk ist ja von Cadillac sehr, sehr, sehr bekannt und sehr cool, weil man dadurch ein sehr weiches Fahren hat und man fast nichts spürt von Schlaglöchern. Und was ich aber richtig erstaunlich finde, ist, dass ich einige Bauteile aus diesem Auto wiedererkenne. Und zwar haben wir hier diese Stange. Und zwar ist hier ein Gerät, das die Fahrbahn scannt. Und zwar durch diese, also das ist aber im Prinzip am Querlenker dran. Dadurch, dass wir über einen Huckel fahren, bewegt sich dieses Teil nach oben und gibt dem Sensor eine Information. Und mit dieser Information stellt er dann das Fahrwerk ein, was sehr, sehr, sehr interessant ist, weil nämlich genau dieses Teil und dieses Gerät hier in meinem Seville fast identisch in meinem Auto auch drin ist. Und das finde ich eigentlich sehr interessant und hat sich scheinbar dann auch bewährt. Natürlich auch das Luftfahrwerk selber, das wir hier sehen, wo dann Luft reingepresst wird, um, ja, je nach Fahrsituation ein härteres Fahrwerk oder ein weicheres Fahrwerk zu erzeugen. Hier hinten sehen wir auch den Stoßdämpfer, in dem Luft reingedrückt wird. Und zwar haben wir hier einen Schlauch, also einen Anschluss, der von einem Luftkompressor bepustet wird und dann je nach Fahrsituation Luft in diesen Dämpfer drückt und dann natürlich auch wie vorne je nach Fahrsituation entweder weicher oder härter schaltet. Richtig geil ist mal der Auspuff, ja. Das ist mal ein Rohr. Also,
in diesem Rohr kriege ich meine Faust locker rein. Also das ist mal richtig, richtig fett. Thank you.